Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Ich bin jetzt nach Balmora geflogen mit Corso Rix, um das jetzt hier mal zu erledigen. Und das ist jetzt hier unten. Die Karte, die großen Karte ist das hier unten. In der Ecke stehen wir hier. Hier waren wir ja auch schon mal bei der Klassenstory. Bei dem Ganzen hier kennt ihr ja. Und jetzt latschen wir hier mal rein und gucken mal, ob einer guckt. So, warte mal. Da muss ich jetzt hin. So, warte mal, was ist das jetzt hier? Ja, mit so einem Färbemittelkram kann ich noch gar nichts anfangen. Nun gut. Ah ja, hier sind schon die ersten Feinde. Hat mich auch schon gewundert. Davon. Würde mich nicht wundern, wenn ich hinterher noch, wenn ich hier fertig bin, hier in den Raum hier rein muss. Wo rennt Corso denn hin? Und er steht aber nur und guckt ihm hinterher. Ja, lauf ruhig. Kein Problem. Ja, auch nicht schlecht. Er rennt da hinten hin und... Warum auch immer. Warum auch immer. Also manchmal kann ich die... das Verhalten von den Gefährten nicht nachvollziehen, aber ist egal. Maga! Maga! Antworte doch! Wir haben auf eure Freigabe gewartet. Seid ihr da? Verfluchte Imperiale! Wer ist das? Wieso sollte sie Kontakt zu einem imperialen Soldaten aufnehmen? Falls sie dich erwischt haben, Maga. Ich habe bereits geschworen, jeden eitrigen Imperatorstreichler auf diesem Planeten zur Strecke zu bringen! Hallo? Ihr seid nicht mein Ehemann. Wieso antwortet ihr auf seinem Komm? Wenn euer Mann ein imperialer Soldat ist, kehrt er nicht mehr heim. Imperial? Ach, du meine Maga! Du wolltest mal wieder zu clever sein, du alter Halunke. Ich bin Dan Lazin, stolze Balmoranerin und Mitglied des Widerstands gegen das Imperium.
Mein Ehemann Magar hat eine imperiale Uniform gestohlen. Er und ein paar Freunde haben versucht, Waffen zu besorgen, um unsere Stadt zurückzuerobern. Eine Uniform gestohlen? Das waren keine echten Imperialen? Freie Balmoraner. Sie alle. Hat jemand überlebt? Sie sind in Ausübung ihrer Pflicht gestorben. Tut mir wirklich leid. Aber Worte helfen natürlich nicht viel. Können wir es irgendwie wieder gut machen? Ihr werdet mich für eine kaltherzige alte Streitaxt halten. Aber ich habe meine Söhne verloren. Meine Eltern. Der Tod ist hier kein Fremder. Was wir wirklich brauchen, sind diese Waffen. Magar hat sein Leben riskiert, um sie zu beschaffen. Ich stelle mir nur ungern vor, dass er umsonst gestorben ist. Naja, er hätte mich nicht angreifen brauchen, ne? Balmoranische Waffen erzielen auf dem Markt einen guten Preis. Könnt ihr da mithalten? Captain! Wir sind keine Flüchtlinge. Magar und ich hatten viel Geld für unseren Lebensabend gespart. Wir werden es jetzt nicht mehr brauchen. Bringt mir die Waffen und ich bezahle euch einen guten Preis dafür. Wir verstecken uns hinter den imperialen Linien. In Magars Kommen sind die Koordinaten. Okay. Jetzt rennt der da schon wieder da hinten hin. Alter, was stimmt mit dir nicht? Okay, wie heißt der Punkt hier? Moraine. Außenposten. Moment mal, wieso habe ich den nicht freigeschaltet? Wieso ist er hier nicht freigeschaltet? Mit der Schnellreise hier. Merkwürdig. Naja, egal. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Tatsache, den hatte ich wohl vorher noch nicht. Nee, das hier taucht ja einfach nicht auf. Soll ich jetzt auch keinen Terminal, wo man anmelden kann? So, dann nicht. Ihr habt also meinen Magar getötet. Ich hatte gedacht, ihr wärt älter. Es muss schwer gewesen sein, die Waffen hierher zu bringen. Also, was schulde ich euch? Danla, Liebling. Ich habe die furchtbaren Neuigkeiten gehört. Es sind harte Zeiten für eine Frau, ganz allein, hier draußen. Aber keine Sorge. Ich werde nicht zulassen, dass das jemand ausnutzt. Sie hat gerade ihren Mann verloren. Hört auf, hier rumzuschwänzeln. Oh, und ihr seid jetzt ihr Beschützer. So wie ich das sehe, habt ihr beide gerade ihren Mann getötet. Vielleicht sollte ich sie vor euch schützen. Ich denke, Dan Lazin kann selbst entscheiden, mit wem sie reden will. Sind die zwei nicht süß? Aber das ist meine Armee, nicht die von Dan Lazin. Was auch immer sie euch für die Waffen bietet,
ich zahle das Doppelte. Nö. Wir haben mit Dan Lazin Geschäfte gemacht. Danke. Das sind meine gesamten Ersparnisse. Ich würde mit Vitards Angebot mithalten, wenn ich könnte. Und jetzt raus hier. Wir brauchen euch hier nicht mehr. Was? Das ist meine Stadt. Ihr seid nicht besser als die Imperialen. Geht und seht zu, ob die euch brauchen können. Wir erobern Balmorra schon selbst zurück. Na gut. Alles klar, jetzt... Gut, das war's dann. Jetzt das Reisen wir... Warte mal. Geh einfach auf das Schiff zurück, vielleicht... Falls doch jemand mit mir reden will oder Kurse. Ich glaub's aber nicht. Gut. Dann geht's jetzt nach der Sabis. So, hier sind zwar jetzt die Ausbilder, die mir aber auch nicht weiterhelfen. Na, also. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Wir können jederzeit zusammen üben. Ihr verschwendet meine Zeit. Wir stecken in einer Krise. Über 10.000 Häftlinge laufen frei herum und die meisten Wärter sind tot. Senatorin Dodonna geht entschieden zu weit, wenn sie denkt, dass ich alles stehen und liegen lasse und euch helfe, damit irgendein Verrückter eine neue Gute-Nacht-Geschichte erzählen kann. Ihr habt eine sehr genaue Meinung dazu, wie es scheint. Wofür auch immer dieser Kerl auf Belsavis gelandet ist. Es ist Grund genug, ihn einzusperren und den Zellencode zu löschen. Häftling Nummer 91403, Zellenblock 923a. Mit diesem Code gelangt ihr in seine Zelle. Alles Weitere interessiert mich nicht. Hört zu, ich bin nicht hier, um alles noch schwieriger zu machen. Ja, ich verstehe schon. Aber wenn jemand mit eurem Einfluss hierher kommt... Dann erwarte ich, dass ihr für Ordnung sorgt. Die Zellen, die ihr sucht, wurden beim Aufstand beschädigt. Wir sind zu wenige, um alles wieder einzunehmen. Also haben wir den Bereich dem Mob überlassen. Irgendeine Gefängnisbande hat jetzt übernommen und die Zugänge blockiert. Ohne Fluchtweg hätten sie sich sicher nicht eingesperrt. Und wie sollen wir den finden? Also, wenn ihr wissen wollt, welche Bande was besetzt hält... Und wie viel ihnen daran liegt, darum zu kämpfen, dann müsst ihr jemanden fragen, der da drin ist.
genau wie wir. Sprecht mit Amikab. Er ist unser bester Informant. Er ist im Hof des Minimalsicherheitsbereichs. Und jetzt habe ich richtige Arbeit zu erledigen. Na gut. Ich muss irgendwie in Zellenblock 923a kommen. Diesmal bin ich auf der Seite der Wärter. Womit könnte ich euch aufmuntern? Tuka puka fukrida. Wota mikrita chai chai. Tu batulia musta. O gran ritempo du mukitonka. Was für Überraschungen kann ich erwarten, wenn wir uns einander stellen? Wafuma do bota don wi waki wakoba yakamuka. Kava tuta omiska kava des wamata. Nera disa slemo crispa. Kanki Kong Kikopa. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Wo sind die Generatoren? Du Batulia Musta. O Gran Ritempo du Mukitonka. Jeska Koliraka Kanchanga. Pumba Kumchinka. Jiska Kava Koyota. Du Banda Bakawanki. Ich beende jetzt hier den Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.